Ja, das ist nicht das Heck eines Lamborghini Aventador, sondern ein neuer Koffer von Jimmy. Herzlich willkommen beim Motorradmagazin auf der EICMA 2022. Matteo, ihr habt da ein wirklich Prachtstück von einem Top Case. Top Case ist, also ich weiß nicht, wie das in Italien ist, in Österreich und so ist das so ein bisschen, ja, man sagt immer, das verschandelt ein Motorrad, aber das sicher nicht. Was kann das Ding alles? So, das ist die neue Maxia, das ist der Zukunft von Koffer. Wie hattest du gesagt, inspired bei sportlichen Auto. Yeah. 58 Liter, passt alles, quasi alles die Helme. Monokey-System natürlich, mit dem Angriff, der Symbol von die Maxia. Neue Optik, wie gesagt, und jetzt nicht mehr nur ein Cover, vier verschiedene Cover. Mm-hmm. Materialien und die Produktion macht diese Koffer mehr stark und stabil. Und ja, neue einzelgroße Reflektoren. Mhm. Und das ist der Maxia 5. Ja. Da drüben sehen wir einen in Rot. Ja. Das passt dann gut zu meinem Ferrari in der Garage. Ja, wir haben die Lamborghini AMG-Version und dann auch die Ferrari-Version. Ja. Auch wenn wir auf die andere Seite gehen, natürlich, das ist dann quasi das Plus-Feature für die Beifahrerin oder den Beifahrer. Das ist hier noch so ein bisschen ein Bösterchen. Ja. Etwas sehr interessant ist diese Beifahrer-Ruckelnähne und auch die Verschlusssystem. Ohne Gurte, alles die alten Koffer hatten die Gurte, jetzt alles die neue Koffer mit diesem neuen System, würde nicht mehr die Gurte haben. Aha. Habt ihr hier schon einen Preis? Wir wissen, das ist dieses leider Jahr... Nicht. Ja. Leider nicht, ist etwas ganz neu. Werde kommt in April, Mai circa und in diesem Tag wir werden alles die Preise geben. Okay, ja, und die Preise findet ihr dann natürlich auch auf unserer Website bzw. in unserem Heft. Deswegen abonniert unser Heft, ihr könnt es dann nachbestellen, falls ihr jetzt zum Beispiel die nächste Ausgabe versäumt mit den Neuheiten 2023 oder ihr könnt es bequem online lesen. Danke dir, Matteo, wir schauen uns noch eine Neuheit da drüben an. Das Video auch nicht versäumen, YouTube-Kanal abonnieren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao.